Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic. Ich bin hier schon mal ein bisschen den Weg zurückgelaufen, aber hier lag eine Leiche, die habe ich eben schon geplündert, weil ich dachte, die hätte ich schon durchsucht, aber das hatte ich noch nicht und die hatte etwas dabei, und zwar einen Datenrekorder. Den würde ich mir gerne ansehen. Ach ja, zum letzten Part, bevor ich das vergesse, da sind wir hier eigentlich, haben wir eine Höhle erkundet, haben diese verschwundenen Sith-Anwärter gefunden, die haben wir natürlich verschont. Und dann sind wir hier rein, in das Grab von, Moment, Mark Arrakis und haben Magna Arrakis Grab geplündert. So, jetzt würde ich aber gerne das Item nochmal anschauen, was er hier dabei hatte, der Sith-Krieger, und zwar der Datenrekorder. Der Datenrekorder schaltet sich ein. Ich habe meine arme Kreation immer noch nicht gefunden. Wir wollten sie fangen, ohne sie zu zerstören. Das Ding ist einfach zu wertvoll. Wir dürfen keinen Lärm machen, da seine Ortungssysteme auf Geräusche reagieren. Zum Glück haben wir Schalldämpfer dabei. Ich hoffe nur, dass sie dieser Idiot Ben Hual auch benutzt. Gut, dass er uns das jetzt sagt, denn wer sich vielleicht noch an den letzten Part erinnert, genau als wir hier rein, also als wir hier reingekommen sind, sofort ist der Alarm losgegangen. Und dann mussten wir uns hier durchkämpfen. Fand ich jetzt nicht so schlimm, aber das war halt nicht so gedacht, sagen wir es mal so. Gut, ich würde sagen, wir gehen weiter. Wohin denn jetzt? Hier drüben ist Adjunta Paul. Ich habe in Erinnerung, dass Adjunta Pauls Grab ziemlich cool war, deswegen mache ich das mal als letztes. Aber in ein Grab können wir, glaube ich, sowieso noch nicht rein, weil das ja diese letzte Prüfung ist, von der gesprochen wurde. Gut, aber gucken wir trotzdem. Wo sind wir denn jetzt hier? Bei Nagasados Grab. Okay, dann gönnen wir uns erstmal, was in den Kisten hier ist. Nur eine Sache, eine Kiste ist offen, okay. Nagasado. Da kommen wir schon mal rein. Habe ich auch eine gute Erinnerung zu, muss ich sagen. Also eine positive, sag ich mal so. Okay, wo sind wir denn hier? Nochmal speichern. Speichern nie vergessen. So, Tür. Diese Tür ist verschlossen und lässt sich nicht... Okay, das ist die, das Grab, wo wir erst bei der letzten Prüfung reinkommen. Das wird dann wahrscheinlich geöffnet, die Tür von dem Werten, wie heißt denn der Typ? Also dieser Ausbildermensch mit den gelben Augen. Ach, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube irgendwas mit U. Aber ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Was weiß ich denn schon? Nichts. So. Eine Fliege. Tula Kort. Tula Kort. An den kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Okay, eine Blitzmine. Kann... oh, Druide Patrouille, okay. Den könnte ich wahrscheinlich da durchlaufen lassen. Kann er das entschärfen? Ist hier die Frage. Und er kann es. Das finde ich cool. So. Ein Tugata. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Das sind noch diese Mäuse, ne? Ja. Gegen Mäuse habe ich prinzipiell nichts. Zumal wenn es die kleinen Scheißmäuse sind, die sowieso keinen Schaden machen. Wie diese hier. So, noch ein paar Tukata. Bisher sind die Gräber ja noch nicht sonderlich fordernd gewesen, was zum einen die Gegnerbeschaffenheit angeht, zum anderen aber auch... Ah, da kommt noch einer. Die Rätsel, oder ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es hier Rätsel gibt. Na gut, mich soll es nicht unbedingt stören, ich bin nämlich eine ziemliche Niete, was Rätsel angeht. Gehen wir doch erstmal hier zur Linken. Noch ein Tukata. Klar. So, und fighten wir den auch nochmal schnell. Und der hat ein bisschen mehr Leben, glaube ich. Dann heilen wir uns einmal hoch. Wie gesagt, sehr entspannt bisher alles noch. Kann er hier durchlaufen? Nö, ist ihm scheißegal. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Oh. Salba, bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen, ganz ehrlich. Manchmal mag ich die KI hier echt nicht. Die ist mir sehr unsympathisch teilweise. Zack. Und oh, Level Up für Salbar. Hä? Das war ein anderer Tukata. Oh, hier sind ja richtig viele Leute. Das ist ja eine schicke Party hier. Bam. Zack.
So, hatte der andere Tukata was dabei? Obviously not. Aber Salbar hat was dabei und zwar ein Level Up. Mit Attributen, da kriegt er mal eine Stärke rein. Und Fähigkeiten kriegt er. Der hat aber ziemlich gute Sachen hier am Start. Ein bisschen Sprengstoff. So. Wieder auf uns switchen und. Ja, Salbar, lass mich doch mal durch. So, die Leiche hier plündern. Okay. Nichts Besonderes, aber viel Geld immerhin. Generell haben die Leichen hier ziemlich viel Geld am Start. Altertümliche Konsole. Das sieht doch nach einem Rätsel aus. Okay, die Leiche. Was ist denn los? Okay. Speichern. Und dann schauen wir uns doch mal an, was wir in diesem Computer hier finden oder diese Konsole finden werden. Systeme online prüfe Systemstatus. Zugangstür Hashtag 44, die Tür öffnen. Zugang gewährt, die Tür entriegelt, okay. Ich kann das nicht überspringen. Ah, okay. Das war leicht. Also wirklich. Oder war es die Tür hier? Hallo? Salbar, du Arsch. So. Oh, das war wirklich die Tür. Perfekt. Du bist von Giftgas umgeben. Deine Begleiter röcheln und verlieren das Bewusstsein. Schon wieder ein idiotischer Student, der in mein kleines Netz gestolpert ist, was? Nun, das Kontaktnervengift in der Luft sollte euch ziemlich rasch fertig machen. Seid willkommen. Shit. Ah, ihr seid schon wach. Gut, das hier ist das Grabmal des Sith Lord Tulakort, falls ihr das nicht gewusst habt. Ich habe mich hier niedergelassen. Es ist zwar staubig und voll von Krabbelvieh, aber zu Hause ist nun mal zu Hause. Ich verlange sofort freigelassen zu werden. Das werde ich vielleicht früher oder später tun. Jetzt bleibt ihr jedoch in euren Fesseln. Nicht, dass ihr noch auf komische Ideen kommt und mir den ganzen Spaß verderbt. Nein, nein, wir wollen doch zivilisiert bleiben, oder? Also dann, wir sollten uns einander vorstellen, wenn ich mich richtig an das Protokoll erinnere. Der andere Student, den ich zuvor gefangen genommen habe, den solltet ihr ja gut genug kennen. Er heißt Meckel. Sag Hallo, Meckel. Armer Bursche. Er hatte einen üblen Tag. Ich heiße übrigens Jurek Uhlen. Ich war einst der Meister der Akademie, also habt ihr sicher von mir gehört. Seien wir mal nett, dann wird er uns wahrscheinlich eher freilassen. Ja, man hat mir von euch erzählt. Lügner! Ihr denkt, ich würde so etwas nicht erkennen? Ganz offensichtlich ist die Akademie bei ihrer Ausbildung lasch geworden. Typisch. Dummer Ufa. Auf jeden Fall würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns der Hauptattraktion des heutigen Abends widmen. Wisst ihr, ich möchte herausfinden, ob in euch das Feuer der alten Sith brennt. Der ganze Abschaum, den Ufa in letzter Zeit hier durchschickt, ist wirklich eine Enttäuschung. Nehmen wir beispielsweise den jungen Meckel hier. Ich habe Meckel bereits auf die Probe gestellt, nicht wahr, Meckel? Ja, ja, schon gut. Wisst ihr, Meckel hier hat die grausame Ader eines Sith. Aber nicht die Nerven. Das ist es, wonach ich suche. Was bist du eigentlich für ein Spacko? Ganz ehrlich. Was ist, wenn ich mich weigere, den Test über mich ergehen zu lassen? Nun dann, verzeiht mir, wenn ich hier ein altes Klischee gebrauche, aber ihr werdet alle sterben. Jetzt passt mal auf, wir können doch sicher darüber reden. Sicher könnten wir das. Wir könnten den ganzen Tag darüber reden. Doch was würde uns das bringen? Ich bin fest entschlossen. Und ihr seid hilflos. Vielleicht habt ihr ja ein paar Fragen.
Wir können den Test ruhig ein wenig hinauszögern. Das Ergebnis ist ohnehin immer das gleiche. Und wenn ich euren Test bestehe? Dann seid ihr natürlich frei zu gehen. Ich sage euch was. Ich gebe euch sogar meine eigene These über alte Sith-Philosophien mit auf den Weg. Die basiert auf allem, was ich hier beim Studium von Tulaks Grabmal gelernt habe. Ihr werdet davon als Sith profitieren. Die Chancen, dass ihr besteht, sind jedoch leider sehr gering. Vergesst es, ich spiele nicht mit. Ich kann mich nicht erinnern, euch eine Wahlmöglichkeit angeboten zu haben. Ihr könnt euch natürlich weigern, meine Fragen zu beantworten, aber dann muss ich leider einfach vom schlechtmöglichsten Resultat ausgehen. Also dann, ich erkläre euch, wie das hier funktioniert. Ich stelle euch vor ein moralisches Dilemma. Antwortet richtig und ich foltere Meckel. Antwortet falsch und ich foltere euch. Meckel hier ist ein wenig schwach. Er wird vermutlich nicht mehr lange überleben. Aber wenn ihr zu viele Fragen falsch beantwortet, werdet ihr selbst sterben. Ich weiß ja nicht, was ihr von Meckel haltet. Vielleicht könnt ihr ihn ja nicht leiden. Vielleicht meint ihr, er verdiene es zu sterben. Also dann, hier ist eure Gelegenheit. Das ist vollkommen unfair. Oh? Wie lange seid ihr eigentlich schon Sith? Ein wenig verzogen und verweichlicht sind wir, was? Also dann. Noch irgendwelche Kommentare, bevor wir anfangen, Meckel? Ah, wir können beide überleben! Zusammen angreifen! Aber, mein lieber Junge. Glaubt ihr wirklich, euer Freund hier wird falsche Antworten geben, nur um euer kleines Leben zu verschonen und somit das eigene Leben aufs Spiel setzen? Und wie viele richtige Antworten mögen wohl nötig sein, bevor ihr sterbt, hm? Also jetzt seid nicht dumm. Ihr hattet doch schon eure Chance. Und damit wollen wir anfangen. Also dann. Euer Vorgesetzter bei den Sith ist ein effizienter Befehlshaber und guter Anführer. Er vertraut euch und ihr mögt ihn. Ihr habt eine Chance, ihn zu eliminieren. Was tut ihr? Die richtige Antwort ist natürlich, ihn umzubringen, weil es die Sith immer so tun. Wir sind aber ein Jedi und deswegen, wie wir gelernt haben, wenn man die Chance hat, jemanden zu retten, dann tut man das natürlich. Und in diesem Fall retten wir Meckel. Ich tue nichts, ihr habt ja gesagt. Ich weigere mich, das zu beantworten. Dann muss ich davon ausgehen, dass ihr die richtige Antwort nicht kennt. Schade, dass ihr euch so etwas antut. Ah, gut. Zeit für eure Bestrafung. Und damit kommen wir zu Runde 2. Ihr trefft auf eine Gruppe Menschen, die von gefährlichen Tieren bedroht werden. Sie flehen euch um Hilfe an und bieten euch eine Belohnung. Was tut ihr? Naja, wahrscheinlich auch umbringen, aber... Ja, zweitens ist es wahrscheinlich richtig, aber... Ich weigere mich, das zu beantworten, weil wir Meckel eben retten wollen und ich glaube, wenn wir nur einmal eine Antwort richtig beantworten, wird er sterben. Deswegen weigern wir uns, das zu beantworten. Nun gut, ihr schadet euch hier nur selbst. Kennt ihr die Antworten wirklich nicht? Was für eine Schande. Auf jeden Fall. Hier ist eure Bestrafung. Mal sehen. Ah ja, ihr entdeckt einen Aspekt der Macht, der euch große Stärke gibt. Teilt ihr ihn, um den Sith als Ganzes mehr Stärke zu geben, oder behaltet ihr ihn für euch? Natürlich würde ich ihn als Sith für mich selbst beanspruchen, aber wir weigern uns natürlich, das zu beantworten. Und ich dachte, das wäre eine einfache Frage. Ach, nun ja, wenn ihr es nicht anders wollt. Nun, ihr habt es nicht anders gewollt.
Es ist zu eurem eigenen Vorteil. Weiter geht's, oder? Also gut. Einer eurer Untergebenen hat einen großen Fehler begangen, der auch auf euch ein schlechtes Licht wirft. Normalerweise ist er sehr kompetent und fähig. Eliminiert ihr ihn oder gebt ihr ihm eine zweite Chance? Richtige Antwort ist natürlich ihn eliminieren. Ich frage mich aber, wie viele Machtblitze ich aushalte. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich alles überlebe. Ich gebe ihm eine weitere Chance. Eine weitere Chance, euch gegenüber euren Vorgesetzten schlecht aussehen zu lassen? Es so aussehen zu lassen, dass ihr schwach seid und es sich lohnen würde, gegen euch vorzugehen? Nein, nein, nein. Denkt nach. Es ist ja nicht gerade so, dass eine gute Hilfe leicht zu finden ist. Nun ja, hier ist eure Belohnung. Letzte Frage. Ihr steht vor dem Tod. Gebt ihr euer Wissen an euren Schüler weiter, um ihn stärker zu machen? Oder nutzt ihr es, um eure Feinde niederzustrecken? Das ist eine schwere Frage, aber ich würde sagen, die richtige Antwort ist, meine Feinde niederstrecken. Aber ich werde euch nicht die Befriedigung geben, zu antworten. Was für aufmüpfige Studenten man heutzutage bekommt. Ihr habt das verdient und noch viel mehr. Also, das macht Spaß. Zeit für eure Medizin. Also, das ist seltsam. Der Test ist vorüber und ihr seid beide am Leben. Das ist noch nie zuvor geschehen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich schätze, ihr könnt gehen, Meckel. Ich muss mir nur noch überlegen, was ich mit eurem Freund hier mache. Lauft, Meckel, lauft! Oder befreie sie mit der Macht! Und dich bringen wir um! Daran hast du nicht gedacht, alter Mann! Was? Verrat! Benehmt euch, meine Studenten! Also jetzt reicht's mir! Hausarrest für alle! Permanenter Hausarrest! Oh, jetzt müssen wir natürlich fighten mit dem guten Meckel zusammen. Da verhalten wir uns erstmal hoch. Nochmal. Und jetzt angreifen. Es wäre sehr hilfreich, wenn du auf Salvar gehen würdest. Heilen! Heil! Heil! Junge, heil! Heil! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Töte ihn bitte, Salvar, töte ihn! Zack! Weiter so, Salvar, weiter! Sehr gut! Komm! Nein! Nein, 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 nein! Zack! Alter, wie viel Macht hat der Typ denn bitte? Okay, wir gönnen uns jetzt erstmal so ein Lebenserhaltungskit für den guten Salvar. So. Ich weiß nicht, wie viel das heilt. Oh, 64, das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch genug treffen. Komm schon, Salvar, komm! Du schaffst das. Einen halten wir noch aus, genau. Nein, 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 nein! Ich denke, einen halten wir immer noch aus, oder? Wie viel Leben haben wir? 58 reicht. Nein! Lebenshaltungskit. Oh, nein! Ach, Leute. Ich werde dann bis zu dem Punkt wieder spielen. Und im nächsten Part werden wir dann da wieder anfangen, wenn wir gegen ihn kämpfen. Ach ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Part. Bis dahin. Bye, bye.